geh doch mal dahin. Und den kannst du nicht... Nee, hier machen wir noch eins, komm. So, hier. Lächeln. Ja. So. Ach, da können wir auch noch eins. Ich wollte doch, dass du den... Nee, guck doch mal hier. Komm, wir gehen dann noch ein Stück weiter hin. So, Schatz. Das ist Referat 1, ja. Hauspost wäre da. Danke. Grüß Gott, die Hauspost wäre da. Moment, Herr Obinger. Ich habe den Brief vor 2 Tagen hier. Referat 4, Menzel, grüß Gott. Nein, das schreibe ich schon längst, als Sie raus. Grüß Gott, Frau Dr. Hölzl. Keine Ahnung, wo das liegen bleiben könnte. Nein. Die Anträge liegen doch schon seit 2 Wochen bei Ihnen. Ja. Was? Warum? Ich kann und wann haben Sie die wieder zurückgeschickt? Moment. Referat 5 alt. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder da. Mir scheint, die Hauspost braucht noch länger als die Bundespost. Grüß Gott. Danke, gut. Herrschaftszeiten. 20 Jahre jünger. Ist was? Grüß Gott, Frau Heinz. Ja. Die Hauspost wäre wieder da. Moment, Herr Hoffmann. Ja. Ja, aber wenn du gegen 10 Uhr am Fischerbrunnen bist, das... Moment, bleib mal dran. So schnell wie möglich zurück ans Referat 4, bitte. Eilt sehr. Ja, ist schon recht. Wie immer. Jetzt bin ich wieder da. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ich fliege. Ja. Zuerst den 4. Stock zum Referat 2. Und dann wieder abwärts zum Referat 4. Wiedersehen. Wo sind wir stehen geblieben? Na, es war nur der alte Hoppinger, unsere Hauspost. Wie in der Steinzeit. Fahren Sie hinauf. Bitte? Ich meine nach oben. Ja, ja. Ja, dann komme ich mit, wenn Sie gestatten. Ziemlich eng da herin, gell? Ja, ziemlich eng. Fahren Sie auch im 4. Bitte? Im obersten. Ja, ja, ganz nach oben. Ja, ja. Ja, wo sind wir denn? Oh je, da bin ich jetzt 1 zu hoch. Ja, da muss ich wieder 1 runter. Obwohl, wenn man schon mal da herum ist. Mei, da bin ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben da herum. Verzeihung, wie heißt denn die Kirche hier? Das ist der alte Peter. Das ist ein Heizkraftwerk. Nur mehr Heizkraft. Und wo sind jetzt die Alpen? Die Alpen, die wären da hinten, aber die sieht man halt nicht. Ach, das ist aber schade. Ja. Guck mal, der Frauendom. Das ist Frauenkirch. Wir renovieren es wieder einmal. Erbaut 1468 bis 88. Und Nymphenburg? Wo ist denn jetzt das Schloss Nymphenburg? Das muss doch hier drüben sein. Nee, das ist doch mehr im Norden. Nymphenburg? Das ist im Westen. Im Norden, da ist Schwabing. Da schauen Sie her. Look, Mary Lou, look at that big church over there. Isn't that just beautiful? Jetzt kommen Sie mal her. Schauen Sie, das ist Schwabing.
Ach, da gehen wir heute Abend hin, ne? Also da vorne die Theatinerkirche und dann die breite, berühmte Ludwigstraße nach König Ludwig I. und die Ludwigskirche und ganz dahin das Siegestor. Ja, super. Ja. Und dies da, das ist unser Fernsehturm. Da gehen wir auch noch rauf, ne? Na klar. Da war ich auch noch nicht. Ja, und das Schloss Nymphenburg? Wo ist denn jetzt das Schloss Nymphenburg? Ja, das müsste man doch von hier aus sehen. Gehen Sie mal her. Aha, ja, ja, das liegt genau hinter der Frauenkirche. Ach, das ist aber schade. Ja, fahren Sie halt raus. Schön, gell? Schauen Sie, was da flattert. Wie die Daumen. Ist ja super. Ist das? Meine Brief. Komm kurz mit. Das ist mein Brief. Wie kommen Sie dazu, meine Briefe zu lesen? Ist Ihr Brief? Ja, ich muss ihn austragen, da im Rathaus. Und da oben am Turm ist er mir davon geflattert. Ach so, ach du. Nehmen Sie bitte Platz. Ich? Ja, wieso denn? Ja, setzen Sie sich schon. Sieh, das ist ein amtlicher Brief. Ein Unbefugter darf gar nicht wissen, was da drin steht. Ich muss schon sehr bitten. Moment, Moment, nicht so stürmisch. Jetzt setzen Sie sich schon endlich. Da möchten einige griechische Familien ein Fest feiern und sie wollen ihre deutschen Nachbarn aus dem Wohnblock dazu einladen und sie wollen damit das Verhältnis zu den Nachbarn verbessern. Das ist doch eine wunderbare Idee, nicht wahr? Ja, schon, aber... Richtig, aber... Jetzt kommst du. Ja, Moment, Moment, jetzt kommt's. Dem Antrag kann nicht entsprochen werden. Wie findet man denn das? Ja, nicht gut, aber der Brief ist ja nicht für Sie bestimmt und schon gar nicht für mich. Das ist ein Amtsgeheimnis sozusagen. Das ist doch jammerschade, dass aus einer so wunderbaren Idee nichts wird. Ja, da kann man halt nichts machen. Man kann immer was machen. Meine liebe Dame, gegen amtliche Beschlüsse ist man machtlos. Mein lieber Herr, man muss nur mit Herrn Dr. Huber darüber sprechen. Mit wem? Herrn Dr. Huber, Referat 5. Ja, Sie sind gut. Ja, der hat den Antrag abgelehnt. Das ist Dr. Huber? Ja, also sagen Sie ihm, dass er so eine wunderbare Idee nicht einfach ablehnen kann. Ich? Ja. Ja, wieso denn ich? Ich bin da bloß ein Postausträger, Pensionierter. Ich habe da nichts zu sagen. Wirklich nicht? Ich bin ja schon froh, dass Sie mich da genommen haben, dass ich mir ein paar Mark dazu verdienen kann. Mhm. Meine liebe Dame, was verstehen Sie denn von einem Amtsweg? Jemand hat einen Antrag gestellt und der andere hat ihn abgelehnt. Und ich bin der, der diesen Brief da von da nach dort bringt. Einfach abgelehnt. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Sie sind gut. Ich will mir doch nicht den Mund verbrennen wegen sowas. Die schmeißen mich doch raus von heute auf morgen. Ein Postausträger, der eigene Meinung hat. Ja, wo gibt's denn sowas? Nein, ich bin absolut unbedeutend, verstehen Sie? Ich verstehe. Mir scheint, Sie haben sich ein Leben lang hinter Ihrer Unbedeutendheit versteckt. Sie haben überhaupt noch nicht gelebt, guter Mann. Ach was. Aber es gibt sie halt immer wieder, diese Drückeberge. Diese Zwerge, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und so einer bin ich, meine ich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Bitte zahlen, ein Kaffee. Ja, dann 4,50 Mark, bitte. Danke für mich. Gnädige Frau, Ihr Wagen ist vorgefahren. Dankeschön. Suchen Sie etwas? Ja. Entschuldigen Sie, würden Sie bitte aufstehen? Bitte was? Bitte aufstehen. Wenn Sie meinen. Kann ich Ihnen helfen? Sehen Sie diesen Mann da? Ja. Geben Sie ihm das und sagen Sie, gefunden von der lieben Dame und sonst nichts. Hallo, Sie? Was? Hier gefunden von der lieben Dame soll ich ihn ausrichten. Dankeschön, danke. Wartens, wer ist denn die Dame? Inkognito. Drückeberg hat's gesagt. Zwerg hat's gesagt. Der Zwerg ist schon. Post, endlich. Ja, schon, aber ich habe heute nichts für Sie dabei. Ich möchte gerne den Herrn Dr. Huber sprechen. In welcher Angelegenheit? Es geht um eine Genehmigung. Welche Genehmigung? Ja, also das möchte ich lieber dem Herrn Dr. Huber persönlich sagen. So. Naja, wie Sie meinen, Herr Hoppinger. Ja. Wir müssen einen Termin machen. Ja. Am 26., wie wäre es da? Ja, das ist ja erst in 3 Wochen. Ja, früher geht's nicht. Ja, das ist vielleicht leider schon zu spät. Geht's nicht zwischendurch einmal? Zwischendurch geht gar nichts. Ach so. Ja, dann kann man halt nichts machen. Ich trage Sie mal ein für den 26. 10.15 Uhr, gell? Ja, wenn ich dann noch will. Heinz, Referat 5? Nein, Herr Dr. Huber hat im Augenblick Besuch. Hat 10 Minuten vielleicht noch. Auf Abhaltung des Hinterhoffestes kann nicht entsprochen werden. Nichts Zutreffendes streichen. Ach so. Na bitte. Ja, habe ich notiert. Bitte. Grüß Gott. Nein. Die Hauspost wäre wieder da. Moment, Herr Hoppinger, ich habe noch was für Sie. Ja? Und für Frau Doktor persönlich? Einen Moment, bitte. Holen Sie es nochmal. Nein, das ist unmöglich. Gehen Sie schon her, Herr Hoppinger. Ja, danke. Ja, ich rufe Sie dann zurück, danke. Von Herrn Dr. Huber. Na, endlich. Ja, alles braucht seine Zeit. Auch die Luftpost. Frau Doktor. Wir sind sehr präzise für Referat 5, so schnell wie möglich. Ich fliege, wie immer. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Sagen wir die Giria Dr. Hölzel. Die Frau Dr. Hölzel suchen wir. Ah, meine Griechen. Ja, nur mehr doch. Jetzt komme ich gleich noch mehr. Alle miteinander. So, Ende doch. So. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Dann kommen Sie jetzt, Nadia, sei hier nicht so rum. Wir kommen wegen der Genehmigung des Hinterhoffestes. Halt. Referat 5. Es eilt. Ich fliege.
Setzen Sie sich doch. Straßenfest Heimhauser Straße 6. Da haben Sie aber Glück. Gerade vorhin kam die Genehmigung. Espírame de Nadia. Ja, also, Ihrem Antrag wird tatsächlich stattgegeben. Da kann ich Sie echt beglückwünschen. Normalerweise genehmigen wir Straßenfeste sehr ungern, auch wenn sie im Hinterhof stattfinden. Es gibt schon so viele Feste dieser Art und immer wieder Ärger mit den Anwohnern durch Lärmbelästigung und anfallenden Müll und Sachbeschädigung. Es wundert mich, dass man bei Ihnen offensichtlich eine Ausnahme gemacht hat. Εξαίρεση έγινε, μόνο για μας. Dr. Hützel wird schauen. Und der Dr. Huber erst. Die Hauspost. Was sagen Sie? Wiederholen Sie das nochmal, Frau Hölzel. Sie haben die ganze griechische Familie im Büro? Aber das darf doch nicht wahr sein. Das können Sie doch nicht machen. Sie haben einen Antrag mit positivem Bescheid bekommen? Und Sie haben diesen Griechen aus der Heimhauser Straße das Straßenfest wirklich zugesagt? Ja, aber das kann doch nur ein Schreibfehler sein. Das Nicht gehört natürlich nicht durchgestrichen. Sie machen die Genehmigung einfach wieder rückgängig und Schluss. Nein, kommt gar nicht in Frage. Ich denke nicht dran. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, Presse und so. Kalesa mit den Delorasi? Bitte? Wir haben auch Fernsehen eingeladen. Oh Gott. Nee, nee, mein Lieber. Solche Negativberichte können wir nicht gebrauchen. Ja, das Fest muss stattfinden. Tajini. Machen Sie eine Ausnahme. Eine Ausnahme? Na gut, also, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja, ich werde die Genehmigung bestätigen. Bitte, bitte. Die macht mich fertig, die Hölze. Grüß Gott. Die Hauspost wird da. Was machen denn Sie da? Ich, ja, die Post. Ich hab's da hingelegt. So. Naja. Mhm. Referat 1 im Hause, jawohl. Übrigens, den Termin am 26., den können Sie wieder streichen. Es hat sich erledigt. Bitte, wie Sie wollen. Ja. Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, Huber hier, geben Sie mir einen Chef. Oliver, grüß dich, hier ist Eugen. Na, blendend. Danke, danke. Du, sag mal, kannst du einen Kurzbericht an die Presse rausgeben? Ja, fein. In Stichwort, notierst du? Fein. Der Initiative von Dr. Eugen Huber ist es zu verdanken, dass in Haidhausen zwischen Griechen und Deutschen ein Fest, oder besser, ein harmonisches Fest im Hinterhof stattfinden konnte. Harmonisch unterstrichen, ja? Es war ein herzliches Aufeinanderzugehen. Punkt. Guten Abend. Was soll das? Anstecken. Ich bin doch kein Pfingstdox. Guten Abend, wir sind im Fernsehen. Ja. Danke. Danke. Guten Abend. Guten Abend.
Guten Abend. Kalispera. Wie heißt es? Kalispera. Guten Abend. Kalispera. Guten Abend. Ja, danke schön. Danke. Was? Guten Abend. Ist erlaubt? Von mir aus. Gestatten Hoppinger, Karl Hoppinger. Hirnhofer. Na, schmeckt's? Nein. Ja, Sie sind gut. Warum essen Sie es denn dann? Das ist doch meine Sache, oder? Ach so, ja. Ja, das haben Sie recht, ja. Entschuldigen Sie. Also, wirklich nett haben sie das gemacht. Sehr nett. Und was das kostet? Wohnen Sie auch hier? Weil ich habe Sie noch nie gesehen. Nein, ich wohne nicht hier, aber... Aber Ihre Kinder? Nein, die auch nicht. Es ist nämlich wegen dem Brief. Was für ein Brief? Nein, das ist eine lange Geschichte. Wissen Sie, ohne mich könnt Ihr Fest heute eigentlich gar nicht stattfinden. Amtsmäßig. Haben Sie mich? Ja, also, dann will ich es Ihnen erklären. Nein, ich erkläre es Ihnen später. Entschuldigen Sie bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Kalispera. Kalispera. Es hat mir ja keine Ruhe gelassen, findet das Fest nun statt oder nicht. Und da habe ich vom Referat 5 von Herrn Dr. Huber persönlich erfahren, ja, dass es stattfindet. Sagen Sie mal, Hand aufs Herz, wer sind Sie? Ich bin die Frau von einem ganz hohen Tier aus der bayerischen Staatsregierung. Aha, drum. Und jetzt wollen Sie sicher wissen, wer es ist. Hm? Lieber nicht, nein. Ist doch Platz an Ihrem Tisch? Ja, schon, aber wir wissen an dem Tisch. Ja. Ich habe mir gedacht, geh mal hin und schau, ob ich Sie treffe. Weil, wenn ich Sie treffe, habe ich mir gedacht, dann... Dann hat ein Drückeberger und so ein Zwerg, wie ich einer bin, auch einmal was zustande gebracht. Das meinen Sie doch, gell? Genau so ist es. Danke. So, und jetzt wird gefeiert. Schließlich haben wir beide allen Grund dazu. Ja. Wenn mein Mann mich im Fernsehen sieht, dann lässt er sich scheiden. Was wegen's meiner? Na, Sie sind gut. Das heißt, warum er nicht, nicht? Damit er einen Grund hat.
Ruhe und Einsamkeit. Das ist es, was der stressgeplagte Großstädter genießen will. Also setzt er sich ins Auto und fährt dahin, wo es noch romantisch und idyllisch ist, ins Gebirg. Ganze Autobusladungen von Touristen kommen bald zu dem einsamen See. Und bald finden sich auch Bootsverleiher, Ausflugschifferl, Bergführer. Und der Fremdenverkehrsverband bemüht sich um die Ausschilderung der Wanderwege. Bald führen durch die Ruhe und die Einsamkeit der Gebirgswelt Dutzende von Trampelpfaden, auf denen lärmende Menschen herumlaufen und ihre Blechbüchsen in die Landschaft schmeißen. Warum es da jetzt so ruhig ist, möchten Sie wissen? Da habe ich schon selber ein bisschen dafür gesorgt. Sieht, das war eine aufregende Geschichte, das kann ich einer sagen. Rosi, jetzt sind wir da, gell? So, Rosi, jetzt komm her. Jetzt machen wir groß sein. Jetzt komm, schau her, da komm her. So, schau her. Da hast du was. Schau, jetzt. Ja. Die Touristen werden immer mehr, Rosi. Von hier aus haben Sie den schönsten Blick auf die Prälatenwand. Die steilen Felswände, da gibt es doch sicher ein schönes Echo, was? Echo? Kann schon sein, haben wir noch nie probiert. Hey! Hallo! Hallo! Geht nix. Das kann nicht so heilen. Hallo! Hallo! Was soll denn das Geschrei? Hallo! Hallo! Moment mal! Da war da was. Normal, aber lauter! Hey! Hallo! Hörst mich? Ich bin der Depp! Du bist ein Depp! Ein Depp! Ein Depp! Na bitte! Und was für ein Echo! Das antwortet sogar. Das geht ja wirklich. Besser, wie ich gemeint hab. Na los, weiter. Stellen Sie mal eine Frage. Meinen Sie? No. Ja. Wie heißt der Bürgermeister von Karfunkel? Xaver Breitkopf. Ach so. Unkel! Jetzt hast du es, was du willst, Depp Damischer. Unkel! Unkel! Na, ist das was? Das Echo vom Karfunkelsee? Das ist phänomenal. Wie ist das Echo vom Karfunkelsee? Funkelsee, Funkelsee, Funkelsee! Ein Wahnsinn. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Isel, Isel, Isel! Du legst ihn nieder. Oh, das ist der blanke Wahnsinn. Das ist kein Echo, das ist ein Orakel. Ja, Rafa, ja, Rosi, was bringst du bei den heißen Nachrichten da schon her? Ja, fein. Dankeschön. Ja, so, jetzt bleib da. Ja, bleib da. Guten Morgen, Herr Förster. Sagen Sie dem Herr Förster zu mir, ich bin ein Pensionist. Ja, ist schon recht. Jetzt habe ich 30 Jahre lang zu Ihnen, Herr Förster, gesagt, ja, glauben Sie, dass ich mich da so einfach umstelle? Ja, Zeit, dass langsam werden. Sie können sich ja nicht vorstellen, was unten im Dorf los ist. Alles ist in heller Aufregung. Was wegen was denn? Ja, wegen dem Echo vom Karfunkelsee. Was denn für ein Echo? Da, lesen Sie nur. Das Echo vom Karfunkelsee. Ein sensationelles Echo, ein Naturwunder.
enormer Aufschwung für den Fremdenverkehr von Karfunkel. Bürgermeister Breitkopf hat bereits die Medien unterrichtet. Man erwartet einen Massenansturm auf das idyllische Karfunkel am See. Ja, Herrschaftszeiten, da muss sofort was geschehen. Aber Herr Förster, Herr Ferdinand, wo wollen Sie denn hin? Es ist doch Zeit für die Brotzeit. Brotzeit fällt heute aus, ich muss sofort zum Bürgermeister. Der wird auch immer sonderbarer, der Herr Förster. Gell, Rosi? Grüß dich. Also du bist es, das Echo vom Karfunkelsee. Ein sensationelles Echo, ein Naturwunder. Na, bravo. Hätte ich sowieso bloß zum Spaß gemacht. Spaß? Der uns jetzt daher zu stehen kommt. Ja, wieso denn? Sagst denn einfach, das war ein einmaliger Irrtum und alles ist aus und vorbei. Na ja, schon. Aber das Echo vom Karfunkelsee. Dankeschön. Ein einmaliges Naturwunder. Also, wenn ich mir das recht überlege, dann wären wir eigentlich schön blöd, wenn wir das nicht machen täten. Hm? Ach so, du meinst. Na schau, Echo bleibt doch Echo, oder? Hast du mich? Ja, schon. Es funktioniert doch. Ja, es funktioniert aber bloß, wenn ich da bin. Wenn ich nicht da bin, funktioniert es nicht. Wenn es bloß um das geht, dann bist du eben da. Ich? Wann? Immer. Zweimal am Tag, da fährt er auf ein Schiff raus. Um 10 in der Früh und um 4 Uhr nachmittags. Samstag und Sonntag, jede zweite Stunde. Du kriegst einen Terminplan und dann hockst du immer und machst das Echo. Okay. Schau, ich bin doch ein pensionierter Förster und kein Echo. Ich sag's einfach, ich kann nicht rheinländisch und ich kann nicht berlinerisch. Und was mache ich denn, wenn Amerikaner auf dem Schiff sind oder gar Japaner? Ein Echo wiederholt nur immer das letzte Wort. Und das wirst du ja wohl noch merken können, ja, oder? Ja, schon, aber... Prost. Prost. Aber wenn zum Beispiel Frauen nach dem Echo rufen, was mache ich denn dann? Ich kann doch keine Frauenstimmen nachmachen. Ach so. Na, das macht doch nichts. Sagen wir einfach, das ist das Besondere am Echo vom Karfunkelsee. Es ist frauenfeindlich, es antwortet nur Männerstimmen. Geschmoren. Prost. Ferdinand, mach uns heute das Echo. Zum Segen für uns und die ganze Gemeinde. Was ist das für ein Segen, wenn es daherkommen wie die Bienenschwärme und die ganze Landschaft versauen? Aus ist mit Ruhe und Einsamkeit. Ja, schon. Aber die Gastwirte, die Zimmervermieter, die Busunternehmer, die Bootsfahrer, die Kioske und die Kaffeehäuser. Der ganze Ort kann's doch brauchen. Ein warmer Regen ist das. Ferdinand, schau, das ist fast so, wie wenn in der Wüste plötzlich eine Ölquelle zum Sprudeln anfängt. Das Echo vom Karfunkelsee. Prost! Muss aber geheim bleiben, gell? Nur du und ich wissen davon, sonst niemand. Jetzt mach heute das Echo. Kriegst auch eine kleine Vergütung. Möchtest doch weiterhin im Forsthaus wohnen bleiben, oder? Weißt genau, hast schon längst ausziehen müssen. Das sind schon wieder Rosi. Das Cliff over there ist called Prälatenwand. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Sie hören jetzt das Echo vom Karfunkelsee. Now you are going to hear the echo of Karfunkelsee. Andy, bitteschön. So, Rosi, jetzt bist du dran. Komm. So,
jetzt, meine Damen und Herren, können Sie es selbst mal ausprobieren. Now you can try it yourself. Hallo, hier ist der Fritz. Fritz, Fritz, Fritz. Elfriede, Elfriede. Friede, Friede, Friede. Super. Oi, kikoeru ka? Abe. Oe, kikoeru ka? Ruka. Ruka, Ruka! Saupreißen, japanische. Gleich gibt's einen frischen Kaffee. Ja, den kannst du selber trinken. Tut mir leid. Was ist denn? Gehen Sie schon wieder fort, Herr Förster? Ja, ich muss, leider. In letzter Zeit gefallen Sie mir gar nicht mehr. Immer so umtriebig. Stimmt doch was nicht. Was soll denn da nicht stimmen? Hast du eine Ahnung, was so alter Pensionist noch alles zu tun hat? Das hängt wohl damit zusammen, dass wir jetzt so viele Touristen haben, oder? Ja, so kann man es auch sagen. Komm, Rose, auf geht's. Wir haben Dienst. Gar nicht gefällt mir der Herr Förster. Gar nicht. Rose, aufpassen. Pressiert's, Rosi. Jetzt rennt's gleich los, hey. Wenn bloß den Bürgermeister der Teufel holen darf. Sie müssen lauter rufen, direkt zur Felswand. Hallo, 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 Echo. Habe, Rosi. Weiberleid. Hallo, 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 Echo. Hallo, Echo. Hier ist Renate! So. Hörst du mich? Schon. Aber ihr kennt's mich mehr Kreuz, weil ihr kennt's mich. Weiber. Also ich höre nichts. Und Sie? Nee, kein Echo. Mei, das ist halt das Besondere am Echo vom Karfunkelsee. Bei Frauen funktioniert's nicht. Also junger Mann, ich hab aber für das Echo bezahlt. Wo kann ich mich da beschweren? Beim lieben Gott. Jetzt machen Sie mal keine Kinkerlitzchen, ja? Meine Damen, Sprechprobe. Hey, Echo! Hey, Echo! Hey, Echo! Eins, zwei, drei. Hey, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann hat's kracht. Wie ist das denn? Ist doch sowas wie ein Schwindel, was? Ich will mein Geld Moment. Zurück. Ich laut. Ja, ich ist ja wirklich ein Schwindel. Also, ja. So eine Panne können wir uns nicht noch einmal leisten. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Jeden Tag. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel und die ganzen anderen Blödheiten und dann die Japaner und die Amerikaner und dann erst noch die Weiber und ständig das Jodeln. Ich bin schon ganz heißer. Gut. Ich sehe, das nimmt Dimensionen an, die man professionell bewältigen muss. Showbusiness, verstehst? Fachleute müssen sowas managen. Eine richtige Show muss da aufgezogen werden. Und das ist ja nichts mehr für dich. Heißt das, dass ich ausziehen muss? Hart's ab. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt das berühmte Echo vom Karfunkelsee.
schaut, überall nur Touristen. Überall Papier und Blechbüchsen. Das geht jetzt schon wochenlang so. Und seit neuestem fahren sie auch noch alle halbe Stunde mit 3 Booten auf den See hinaus. Mit der Ruhe ist es endgültig vorbei. Ja, ja. Sie haben einen Vergnügungspark gemacht aus unserem Karfunkelsee. Ja, ja. Wenn Sie mich fragen, Herr Förster, wir bräuchten einen, der den ganzen Tag Radibuz ein End machen tät. Und jetzt wäre die Gelegenheit dazu da, Herr Förster. Haben Sie schon gehört? Der Herr Ministerpräsident will kommen persönlich und sich das Echo anhören. Ja, ja, ich hab schon gehört. Dem sollte man einmal die Meinung sagen. Mhm. Das sollte man. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, wir beehren uns Ihnen, sehr verehrter Ministerpräsident, das berühmte Echo vom Karfunkelsee vorführen zu dürfen. Ja, bitte. Außerordentlich. Wirklich erstaunlich. Danke. Sehr schön. Wirklich erstaunlich. Sehr schön. Sie erlauben, Herr Ministerpräsident. Das Echo vom Karfunkelsee begrüßt den bayerischen Ministerpräsidenten mit einem dreifachen Hoch, 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 Hoch. Christ. Grüß Gott, Herr Ministerpräsident. Das ist doch wohl ein Scherz, oder? Ja, nein. Gehen Sie mal ein bisschen weg. Ja. Wer sind Sie? Ich, dein Gewissen. Hier ruft dein Gewissen, falls du noch eines hast. Was geht hier vor? Ich bin nicht informiert, Herr Ministerpräsident. Hilfe! Ist jemand in Not? Ja, ich, die Natur. Naturschützer? Ich weiß von nichts, Herr Ministerpräsident. Ja, ja, wie immer. Und Sie? Ja, ich... Ja, da hilft nur die Flucht nach vorne. Wie Sie wissen, bin ich schon immer für den Naturschutz eingetreten. Was kann ich für dich tun? Halt mir die vielen Leute vom Leib. Sie stören meine Einsamkeit. Wer stört dich? Die Touristen? Ja, sperr den See. Mach alles dicht. Naturschutz ist jetzt Bürgerpflicht. Das will ich gerne tun. Ja, hoffen wir's. Eine bemerkenswerte Aktion. Mir selbst wie aus dem Mund gesprochen. Ich glaube, dieser Ort und sein See werden noch Geschichte machen. Unser Echo vom Karfunkelsee ist wirklich sensationell, Herr Ministerpräsident. Nicht wahr? Das Echo wird für immer verstummen. Verstummen?
Ich werde mich nämlich dafür einsetzen, dass der See und seine Umgebung zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Ja, aber zum Naturschutzgebiet? Ja, wo bleibt denn dann der Fremdenverkehr? Das ist eine berechtigte Frage. Nicht, dass wir den Fremdenverkehr nicht wollen. Ganz im Gegenteil, den wollen wir schon, mein Lieber. Aber wir sollten keinen billigen Rummelplatz aus unseren schönen bayerischen Alpen machen. Nicht wahr? Naja, das war jetzt natürlich nur ein Märchen, was ich nicht erzählt habe. Aber Sie wissen ja, die meisten Märchen haben einen ernsten Hintergrund. Finden Sie nicht, dass Sie auch oft nur das sagen, was die anderen schon gesagt haben? Also im Radio oder in der Zeitung oder sonst in den Medien? Vielleicht sollten Sie auch hin und wieder mehr Ihre Meinung sagen, das, was Sie denken, und nicht das Echo machen von den anderen. Ich meine ja nur, nicht?